meine Lieben, wir sind's wieder. Ahoi zusammen. Und heute geht's auch wieder in den nächsten Hafen. Wir waren ja 14 Tage auf der Mannschaft 2. Adria trifft östliches Mittelmeer. Und wie versprochen, gibt es von Video zu Video immer unsere Highlights des nächsten Hafens und aber auch Highlights an Bord der Mannschaft 2. Und da wollen wir euch heute gerne mitnehmen. Und es gibt auch die Captainsfragestunde. Und wir verraten euch mal, was wir besonders gut fanden auf dem Schiff als Eltern, aber auch als normale Kreuzfahrer. Wir sind ja auch noch normale Menschen, nicht nur Mama und Papa. Und was wir vielleicht nicht so gut fanden. Also bleibt dran, bis zum Schluss, ihr Lieben. Also los geht's, viel Spaß beim Video. Hier seht ihr ja unser Seafood-Buffet. Das wurde zweimal in der ganzen Kreuzfahrt aufgetischt. Das war so mittendrin zwischen den Mahlzeiten. Also es kann sich, glaube ich, keiner beschweren, dass er irgendwie verhungert, weil es gab immer irgendwas. Und ja, das war was ganz Besonderes. Und für alle Seafood-Liebhaber ein absolutes, ja, Schmankerl sozusagen. Und da sieht man auch noch mal so ganz abgefahrene Melonenschnitzereien. Da hat auch, glaube ich, sogar irgendwie so ein Contest mal stattgefunden, ja, zwischen zwei Leuten, die das gemacht haben, also von der Crew natürlich. Und die waren wirklich sensationell, was sie da gezaubert haben. Ja. Und es gab, glaube ich, auch mal ein Eiskulturenwettbewerb. Genau, das haben wir auch gesehen. Es war auch sehr heiß und er hat dann vor den Leuten, vor den Gästen dieses Ding zerhackt und zerschnitten und plötzlich kam da ein Adler raus. Die Bilder werde ich rausgucken, die werde ich auch einblenden natürlich. So, weiter geht's mit dem Gorsch Sylt. Gorsch Sylt kennt ja eigentlich so gut wie jeder. Also ich gehe jetzt heute so ein bisschen mehr auf diese Seafood-Schiene ein. Und abends irgendwann mal gab es auch mal eine Live-Cooking-Station. So, und hier wird gerade die Showküche aufgebaut. Hier findet gleich ein Kochduell statt zwischen einem Mein Schiff-Koch und einem Gast. Und ja, und auch die Gäste werden heute sogar die Jury darstellen. Hier wird gerade alles aufgebaut und ja, ich bin mal gespannt. Und nun nehmen wir euch direkt mit ins Theater, denn jetzt findet die Captains-Fragestunde statt. Die haben wir uns nicht entgehen lassen und es durften sogar auch die Gäste, die dort zu Besuch waren, auch Fragen stellen. Und als Mama habe ich natürlich auch mal eine Frage gestellt, ist ja ganz klar. Hallo meine Lieben, ja, ich komme gerade vom Power Pilates und deswegen bin ich jetzt so verschwitzt. Und hinter mir ist das große Theater und jetzt findet die Captains Fragestunde statt. Das heißt, man kann dem Captain alles Mögliche an Fragen stellen, die man einem Captain schon immer stellen wollte. Evangelos. Und liebe Gäste, heißen Sie mit mir willkommen unseren Kapitän Jonas Lidby. Diese beiden illustren Herren werden Sie durch die Kapitänsfragestunde führen, beziehungsweise ich werde führen und die werden Ihnen die Antworten geben, die Sie wollen. Und wir beginnen damit, dass der Chefingenieur eine kleine Tour macht durch die unteren Etagen des Schiffs durch die Maschinenräume und anschließend wird der Kapitän Ihnen die Brücke vorstellen. Unser Schiff, die Mannschaft 2, das Schiff wurde in 97 gebaut bei Meyer Werft in Papenburg und ist also fast 20 Jahre alt. Nächstes Jahr haben wir 20-jähriger Geburtstag hier für die Mannschaft 2. Es ist geliefert worden an der amerikanische Reederei Celebrity Cruises unter dem Namen Celebrity Mercury und war als Celebrity Mercury unterwegs bis 2011. Dann im Februar 2011 hat TUI Cruises das Schiff übernommen. Das Schiff wurde nach Bremerhaven gebracht und ins Trockendock eingefahren. Dann ein riesen Umbau. Also das Schiff wurde für den deutschen Markt zugeschnitten. Man hat ein Casino rausgeschmissen, man hat ein Surf and Turf eingebaut und viel anders auch. Ja, und am nächsten Tag haben wir dann einen Ausflug gemacht und haben die Insel Mykonos betreten. Und Mykonos hat einen Tenderhafen. Das bedeutet, dass man vom Schiff abgeholt wird, weil das Schiff so groß ist und dort nicht anlegen kann an einer Pier. Und da sind wir dann mit unseren neu gewonnenen Freunden Jens und Birgit auf Mykonos gewesen. Genau, Jens und Birgit, die waren sensationell.
die haben sich auch dem kleinen Rick angenommen und habe auch so zwischendurch meine Kinder waren geschoben, so völlig selbstverständlich. Und wir haben uns sofort in die beiden verliebt und es ist ja, wie gesagt, bis heute auch eine ganz tolle Freundschaft. So, wir nehmen euch jetzt mal mit und es geht rüber mit dem Tenderboot Richtung Mykonos. Man sieht auch, dass die Crew sehr, sehr hilfsbereit war. Also gerade wir jetzt mit Kinderwagen, es war ja nicht so einfach dann, weil alle Leute konnten ja das Boot so betreten und wir hatten ja unseren Kinderwagen dabei, wir hatten den kleinen Mann dabei und dann mussten wir schauen, dass wir natürlich gut da irgendwie rüberkamen und so und da waren die wirklich sehr, sehr hilfsbereit und sind dann da auch Plätze freigemacht worden und zum Schluss, als wir dann auf Mykonos angelegt haben, konnte der kleine Mann dann auf den letzten Metern dann noch das Steuer in die Hand. Genau, der Noah durfte dann mal vorne sitzen als kleiner Kapitän und das war so am Anfang unsere Sorge gewesen, oh Gott, wie machen wir das denn, Tenderboot, wie ist das denn? Wie gesagt, das war ja unsere allererste Kreuzfahrt mit der Mein Schiff und ja, wir wussten noch nicht so genau, ob das klappt mit dem Kinderwagen, aber es war alles kein Problem und man sitzt auch als Mama, so meistens als Eltern mit kleinen Kindern meistens an irgendeinem Bereich im Tenderboot, wo man halt einen leichten Ein- und Ausstieg hat. So war das nämlich. Und das Gleiche gilt aber übrigens auch für Senioren mit leichter Gehbehinderung. So, meine Lieben, jetzt sind wir auf einem Tenderboot. Wir liegen jetzt hier vor Mykonos, vor Anker und jetzt werden wir gerade die paar Meter rüber geschifft, praktisch mit so kleinen Booten. Das war ganz aufregend. Wir mussten alle warten, bis wir aufgerufen werden in Gruppen und dann sind wir einzeln auf die Boote jetzt gekommen. Ja, Frauen und Kinder wie immer schön nach vorne und zuerst, ganz praktisch. Und jetzt betreten wir gleich die Insel. Guck mal hier, mach mal die. So ihr Lieben, nun folgen Bilder von Mykonos von der Insel. Sie hat uns sehr gut gefallen. Sehr stark aufgefallen ist mir irgendwie bei dieser Insel dieser extreme Jetset, der dort stattfindet. Also das fand ich ehrlich gesagt nicht so ganz prickelnd an Mykonos, aber Mykonos ist eine sehr, sehr sehenswerte Insel, bekannt natürlich auch für ihre weißen Häuser und wir hatten eine tolle Reiseleitung, wir haben viel gelernt. Eins habe ich auch immer behalten, dass der Name Mykonos entstanden ist, daher, weil der Gott Herakles hat irgendwie irgendwelche Riesen ins Meer geworfen und diese sind zu Stein erstarrt und aus diesem Stein ist diese Insel Mykonos entstanden und zu Ehren des Gottes der sittlichen Reinlichkeit und der Heilung. Auf jeden Fall, sein Enkel hieß Mykonon oder irgendwie sowas und deswegen heißt diese Insel Mykonos. Also ihm zu Ehren hat man diese Insel benannt. So viel dazu. Jetzt bist du beeindruckt, dass ich das noch weiß. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Bin ich wirklich? Wusste ich. Ja, weil du warst gerade in dem Moment noch mit irgendwelchen Fotos beschäftigt und ich habe dazu gehört. Okay. Ja, dass Herakles irgendwie so einen Riesen ins Wasser geworfen hat oder einige Riesen. Sehr gut. Ja. War auf Mykonos es nicht auch so, dass Noah permanent die Nummer halten durfte, ja, von unserer Reisegruppe? Ja. Ja, Mykonos seht ihr ja sehr, sehr schön. Es sind da auch diese. Das ist ganz, diese Insel ist so bekannt für dieses ganze Weiße. Überall sind weiße Fugen, weiße Häuser, weiße. Alles ist weiß. Sieht sehr schön aus. Und natürlich das Wahrzeichen, die fünf Mühlen. Das ist auf jeden Fall ein Must-Stop auf dem Ausflug. Und wir haben einen sehr schönen Ausflug gemacht. Auch eine Panoramafahrt mit verschiedenen Stops, ne? Und ja, sind dann auch einmal quer über die Insel gefahren, immer wieder ausgestiegen, uns wurde viel erklärt und ja, hat uns sehr, sehr gut gefallen. Also es ist auf jeden Fall auch ein Ziel, wo man nochmal gesondert hinfahren könnte. Ja, wir sind auch zu einem sehr, sehr schönen Strand gebracht worden, hatten da sogar so die Überlegung, ein bisschen länger zu bleiben, aber dann wussten wir halt nicht, wie kommen wir wieder zurück, wenn wir jetzt nicht mit unserer Reisegruppe und dem Bus zurückfahren. Und es ist auf Mykonos auch sehr, sehr schwierig, ein Taxi zu bekommen. Das hat man uns nämlich auch gesagt. Deswegen, da wären wir gerne länger geblieben. Der war richtig schön. Also da würde ich gerne echt irgendwie mal so einen ganzen Tag auch verbringen wollen. Was auch sehr stark auffällt, ihr Lieben, ist, Mykonos ist eine sehr windige Insel. Also wie man an meinen Haaren erkennen kann. Also ich habe mich da ständig wie vom Winde verweht gefühlt. An meinen Haaren glaube ich übrigens auch. Was wir auch immer als eine sehr willkommene Geste empfunden haben, ist, wenn wir zurück zum Schiff gebracht worden sind, dann gab es immer diesen so einen Empfang. Ein Empfang von der Crew, von der Bordcrew und mit Erfrischungen, mit leckeren, fruchtigen Getränken,
wenn man vom Ausflug kam. Und das war immer irgendwie so ein schönes Gefühl, so ein bisschen was wie von nach Hause kommen. Die Führung, die wir gemacht haben, war natürlich erstmal so durch diesen städtischen oder beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, ob man das städtischen Teil nennen kann, aber rund um die Hafengegend, da hat es dann natürlich viele so kleine Gassen, da waren viele Restaurants und auch Bars, wo man dann sehen kann, dass da abends dann auch so ein bisschen die Luzi abgeht. Sehr ausgefallene Shops von irgendwelchen Designern oder so, Linda hat es ja gerade schon angesprochen, also da sieht man, dass da auf jeden Fall ein bisschen Jet Set am Start ist. Lagen ja auch einige Yachten im Hafen. Aber ja, diese Gassen so, das war echt schön, so ein bisschen verwinkelt und so. Ja, und dann, wenn man sich eben aus diesem Bereich herausbewegte, hatte man überall so ein bisschen eingelassen, glaube ich, auch so kleine Boutique-Hotels, so sah das dann auch immer aus. Ja, ne? Da sind wir wieder zurück an Bord, haben uns abends wieder schick gemacht und sind dann essen gegangen wieder im Atlantik-Restaurant. Und es gab immer genügend Platz, irgendwo zu chillen und ja, wir haben uns auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit gemacht. Und was wir euch gerne erzählen möchten, ist, was wir besonders gut finden an dem Schiff, ist, dass man immer morgens eine Nespresso-Maschine auf jeden Fall an Bord hat. Das ist auf jeden Fall echt sehr viel wert, weil wir haben zu Hause auch eine Nespresso-Maschine und das ist auch schon wieder sowas wie zu Hause. Das andere, was ich auch sehr gut fand, ist, dass man immer einen Wasserspender auf den verschiedenen Decks hat. Und wenn wir Ausflüge gemacht haben, haben wir immer unsere großen Wasserflaschen, die wir mitgenommen haben, die haben wir vorher aufgefüllt, für den Noah nochmal aufgefüllt und haben diese Wasserflaschen mitgenommen und so waren wir bei den Ausflügen immer super versorgt. Was wir auch sehr gut fanden, ist, dass alle Getränke halt im Preis inkludiert sind, sodass man jetzt da nicht permanent irgendwie so mit einem Bändchen durch die Gegend laufen muss oder eben eine Karte abgeben muss und wo das dann alles drauf festgehalten wird oder so und natürlich auch alle Speisen und man den ganzen Tag eigentlich auch immer irgendwie was zu essen bekommen hat. Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir uns da permanent den Bauch vollgehauen haben. Gar nicht. Im Gegensatz zu manchen anderen Mitreisenden, muss man manchmal schon sagen. Aber ja, ich meine, bei Kindern ist es ja so, die haben nun mal eben auch zu etwas anderen Zeiten Hunger und wir Erwachsene, wir können uns da, glaube ich, ein bisschen anders takten. Aber wenn ein Kind gerade mal Hunger hat, dann ist es halt auch schön, wenn was verfügbar ist und ja, man nicht jetzt erst irgendwo hinrennen muss oder so und dann das Ganze noch bezahlen muss oder sowas. Ja, also, selbst wenn man um 3 Uhr morgens Lust hat auf Pommes und Burger oder irgendwas, das war auf jeden Fall möglich, weil dieses Restaurant direkt am Pool, das hatte 24 Stunden auf, das war krass. Stimmt, da hat der Jens sich irgendwie abends, als wir da hinten im, wie hieß das da nochmal? Außenalster. Auf der Außenalster waren, hat er sich, glaube ich, abends dann immer nochmal in den Burger geholt gehabt oder so. Ja, was, wo wir alle dachten, so, was kommt denn jetzt noch? Also, ja, stimmt, kam stimmt. Dann kam er echt nochmal mit dem Burger wieder. Also es gibt wirklich mehr Vorteile als Nachteile. Ich habe mir das jetzt vorhin mal aufgeschrieben. Extra für dieses Video, was ich nicht so gut fand, das war erstens, das habe ich in einem letzten Video erwähnt, dass WLAN extrem teuer ist. Ich finde, da sollte ruhig die TUI Cruises da ein bisschen Mitleid haben mit uns Mitreisende. Bitte, bitte baut einen anderen Föhn ein. Ein Föhn mit mindestens 2000 Watt oder irgendwie sowas. Und wenn ich mir jetzt auch noch überlege, wenn man jetzt irgendwie, ich meine, ich habe noch einen kleinen Sohn, der hat ja auch etwas längere Haare, aber wenn ich mir mal überlege, wenn man geht als Familie auf eine Kabine, dann dauert das, glaube ich, 3 Stunden, bis alle geföhnt sind. Ich hätte mir aber auch gerne einen anderen Föhn gewünscht. Weil ich mich bei meinen Aufträgen habe drüber. Gott sei Dank hatten wir eine Kreuzfahrt, da war es sehr heiß, auch an Deck noch und man konnte auch abends noch ohne Jacke oben an Deck bleiben, auch bis spät in die Nacht. Aber wenn ich mir jetzt mal so eine Nordkap-Route überlege oder Nordland oder irgendwie zu einer anderen Jahreszeit eine Route vorstelle und ich warten muss wirklich, bis meine Haare bis zum Schluss trocken sind, das geht nicht. Und ich style meine Haare auch gern und drehe die auch mal gerne ein oder mache irgendwas mit und das geht ja nicht in die Nassen. Und das dauert ewig, liebe Tui, das dauert ewig, bis die Haare trocken sind. Aber ich habe mir überlegt, bei der nächsten Reise nehme ich einfach meinen eigenen Föhn mit. So,
Wer aber allerdings Fragen hat zu irgendwelchen Sachen, der kann uns natürlich immer unter die Videos in die Kommentare Fragen stellen oder auch auf Instagram unter diesem Post zu diesem Video. Und es gibt auch eine ganz, ganz tolle Gruppe. Und diese Gruppe heißt Mein Schiff, Dein Urlaub. Und ich bin ganz glücklich, dass ich diese Gruppe gefunden habe, dass ich auf die Gründerin dieser Gruppe gestoßen bin. Man darf auch wirklich alle Fragen stellen. Man wird damit sehr viel Liebe und Respekt aufgenommen. Und die Fragen werden da auch mit sehr viel Geduld beantwortet von den Teilnehmern. Und anders als in manch anderen Gruppen, in denen ich auch mal war, und wenn man da mal eine Frage gestellt hat als Mama, die vielleicht eine Windel betrifft, eine sogenannte Windelfrage, und dann wird man auch schon direkt auseinandergenommen. Ja. Die Windelfrage. Windelfrage, Pool und so weiter. Also es war so, als wenn man jetzt irgendwie so ein Monster mit einem kleinen Monster, dann brauche ich nicht. Auf jeden Fall. Die Monster, finde ich, die sitzen dann abends am Buffet. Okay, ihr Lieben, das war's auch schon von uns mit diesem Video aus Mykonos. Und es geht weiter. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder auf Bodrum. Ja, genau. Dann macht's gut. Wir freuen uns über ein Abo an der Stelle und einen Daumen hoch. Dann sehen wir uns aus Bodrum wieder.